Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um eine Fahrzeugabsicherung. Dafür haben wir hier eine fast nagelneue Mercedes E-Klasse 213er. Diesem Kunden wurde leider schon ein Fahrzeug geklaut. Deswegen ist er hier, damit das Fahrzeug abgesichert ist. Warum ist so ein Fahrzeugdiebstahl so einfach? Man kann im Internet sich Geräte nach Hause bestellen, mit denen man diese Fahrzeuge in wenigen Sekunden klauen kann. Wie kann das denn sein? Die meisten Fahrzeuge haben doch vom Werk eine Alarmanlage verbaut. Das ist richtig. Nur die Alarmanlage der Fahrzeughersteller ist eine Serienfertigung. Das heißt, das System ist immer in der gleichen Position verbaut und die Diebe wissen ganz genau, wie man so ein System deaktiviert und entsprechend das Fahrzeug klaut oder halt leerräumt. Dritte Problematik an der ganzen Geschichte ist die Versicherung. Wenn so ein Fahrzeug aufgebrochen wird, leergeräumt oder komplett geklaut wird, dann seid ihr von der Versicherung abhängig. Häufig hat man die Probleme, dass was die Versicherung bezahlt, deutlich weniger ist als das, was man sich vorstellt. Wenn irgendwelche Einbrüche oder Diebstähle passiert, dann muss man leider darauf warten. Wenn so ein Fahrzeug verschwindet, dauert das mindestens 6 Wochen, bis die Versicherung sich überhaupt rührt. Wenn das Fahrzeug leergeräumt wird, Felgen geklaut werden, Navis, gibt es häufig auch das Problem, dass die Hersteller wie Mercedes oder BMW oder Audi Lieferschwierigkeiten haben. Wir haben Kunden erlebt, die fahren seit halbem Jahr ohne Navi durch die Gegend, weil zum Beispiel das Armaturenbrett nicht lieferbar ist. Damit das alles halt euch nicht betreffen muss, sollte man sein Fahrzeug vernünftig schützen. Wie kann ich mein Fahrzeug am besten schützen? Das Problem ist, dass die Alarmanlagenhersteller publizieren öffentlich im Internet Einbauanleitungen, damit jede Werkstatt in Deutschland eine Alarmanlage nachrüsten kann. Denn nach diesen Einbauanleitungen ist es kinderleicht. Doch was passiert, wenn der Dieb weiß, wo die nachgerüstete Alarmanlage sich befindet? Denn der Dieb hat natürlich auch Internet. Es passiert das, was ihr jetzt in dem Video seht. So, wir haben ganz genau 7 Sekunden gebraucht, um eine nachgerüstete Alarmanlage, für die der Kunde viel Geld bezahlt hat, innerhalb von 7 Sekunden zu deaktivieren. Die Alarmanlagenhersteller wollen natürlich so viele Systeme wie möglich verkaufen. Deswegen machen sie auch diese Einbauanleitung. Doch wie kann ich als Endkunde mich schützen? Wenn ihr euch für eine Absicherung entscheidet, sollten die Systeme individuell eingebaut werden. Das heißt nicht an die Einbauanleitungen, sondern halt anders. Natürlich ist so eine nachträgliche Absicherung, die nicht einfach nach Schema A ist, teurer und aufwendiger. Es ist viel einfacher, wenn man das System sehr einfach verbaut und entsprechend dem Dieb das einfach macht. Deswegen zeigen wir auch unseren Kunden nach der Absicherung, wo wir die Systeme verbauen und dass wir nicht nach den Einbauanleitungen einbauen. Denn erzählen kann man immer viel. Es ist immer besser, wenn man den Kunden das auch gleich zeigen kann. Als erstes müsst ihr euch klar werden, was möchte ich schützen? Möchte ich Felgen, Lenkrad, Navi schützen? Dann braucht ihr eine nachgerüstete Alarmanlage, die individuell in das Fahrzeug eingebaut wurde. Möchtet ihr das Fahrzeug in Summe schützen? Dann braucht ihr eine nachgerüstete Wegfahrsperre, die das Fahrzeug gegen Totaldiebstahl sichert. Denn eine nachgerüstete Alarmanlage, egal wie gut man sie verbaut, egal wie gut man sie versteckt, wird das Fahrzeug nicht gegen Totaldiebstahl sichern. Dieser Kunde möchte das Fahrzeug nur die Felgen in den Raum schützen, daher haben wir hier eine Alarmanlage nachgerüstet. Die Alarmanlage, die wir hier nachgerüstet haben, arbeitet mit sogenannten Driverkarten. Das sind kleine Anhänger, die sorgen dafür, dass nur derjenige, der die Anhänger mit sich führt, samt Fahrzeugschlüssel die nachgerüstete Alarmanlage entschärfen und entsprechend auch schärfen kann. Wenn ich das Fahrzeug schließe oder öffne, hören wir das Signalton, dass die Alarmanlage geschärft und entschärft ist. Es macht Sinn, die Signalton zu hören, dass man auch tatsächlich merkt, das Fahrzeug wurde verriegelt und das Signal des Schlüssels wurde nicht überlagert. Was macht dieses System so besonders? Wenn wir das Fahrzeug ohne die Driverkarten öffnen, dann wird die nachgerüstete Alarmanlage angehen. Die nachgerüstete Alarmanlage lässt sich ausschließlich mit den mitgeführten Driverkarten entschärfen. Das heißt, habe ich die Dinger mit dabei, dann kann ich die Alarmanlage ganz normal wie vorher auch aufmachen, zumachen, schärfen, entschärfen. Habe ich die Driverkarte aber nicht mit dabei, dann kann ich die nachgerüstete Alarmanlage ohne diese Driverkarten nicht entschärfen, obwohl ich den fahrzeugeigenen Schlüssel habe. Ich öffne das Auto mit dem fahrzeugeigenen Schlüssel. Ihr hört, wir haben kein Piepen. Das bedeutet, die Alarmanlage ist immer noch scharf und sucht 15 Sekunden lang nach den Driverkarten. Die Zeit kann man sich frei einstellen. Werden die Karten nicht gefunden, dann löst der Vollalarm los. Werden die Karten von der Alarmanlage erkannt, dann geht der Alarm weg.
bzw. verschwindet, haben wir die Karten von Anfang an dabei, dann geht er gar nicht erst los. Doch diese Alarmanlage schützt nur die Felgen und den Innenraum. Möchtet ihr das Fahrzeug gegen Totaldiebstahl sichern, dann braucht ihr eine nachgerüstete Wegfahrsperre, die parallel zu der Wegfahrsperre der Fahrzeughersteller funktioniert und arbeitet. Denn die Wegfahrsperren der Fahrzeughersteller kann man mit Geräten, die man im Internet bestellen kann, relativ einfach knacken. Deswegen verschwinden diese Fahrzeuge auch tagtäglich. Die nachgerüstete Wegfahrsperre arbeitet ebenfalls mit diesen Driverkarten zusammen. Das heißt, habe ich die Karten dabei, dann kann ich das Fahrzeug wie gehabt ganz normal starten. Ihr seht, alles ist ganz normal. Habe ich die Driverkarten aber nicht dabei, deswegen packe ich sie in einen Behälter, damit sie kein Signal mehr senden. Dann werdet ihr sehen, wenn ich die Karten nicht dabei habe, kann ich trotz fahrzeugeigenen Schlüssel das Auto nicht starten. Ihr seht, der Alarm geht an und das Auto lässt sich nicht starten. Nehme ich die Karten wieder raus, dann kann ich das Auto ganz normal starten, alles ist wie gehabt. Besser kann man sein Fahrzeug nicht schützen. Wenn ihr euer Fahrzeug vernünftig schützen möchtet, habt ihr selber in der Hand. Es spielt nicht eine Rolle, welches System verbaut wird, welche Alarmanlage, ob eine Pandora, Vodafone Cobra, Viper, das ist völlig egal. Das Wichtigste ist nicht das System, das Wichtigste ist der Einbau. Damit diese Systeme nicht einfach so eingebaut werden, dass der Dieb sie innerhalb von wenigen Sekunden deaktivieren kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.